Herr Bürgermeister, Sie haben das Go für den Silvesterlauf gegeben und dann auch noch die Trophäen verteilt. Wieso ist denn der Silvesterlauf so wichtig für Wien? Ja, der Silvesterlauf hat eine lange und gute Tradition und ist immer der Start in den Silvesterpfad, und das ist ein Großereignis für die Wienerinnen und Wiener, aber für viele Menschen, die aus anderen Bundesländern, aus anderen Städten zu uns kommen, um gemeinsam mit uns zu feiern. Und wie man gesehen hat, sind Spitzenleistungen bei den Profiläuferinnen und Läufern, aber vor allem haben viele Menschen Freude, die daran teilnehmen, unabhängig von der Zeit, manche kostümiert, und es soll vor allem viel Spaß machen und auch zeigen die Vielfalt unserer Stadt. Es laufen manche schneller, manche langsamer, manche gehen, aber alle gemeinsam und miteinander. Sind Sie auch ein Läufer? Ja, nur ein bisschen außer Training. Aber sonst laufe ich sehr gern, und Wien bietet ja viele attraktive Laufstrecken. Aber im Augenblick habe ich ein leichtes Trainingsdefizit. Aber haben wir als einen großen Vorsatz fürs nächste Jahr vorgenommen, wieder regelmäßiger zu laufen. Welche Vorsätze haben Sie noch? Naja, politisches Gewicht zuzulegen, aber körperliches Gewicht abzunehmen. Das ist leider ein ziemlicher Kampf mit den Kalorien. Aber ich habe schwere Knochen, das dürfte der Hauptgrund sein. Aber mein Hauptvorsatz für 2020 ist, ein wenig an Körperfett zu verlieren. Und wo werden Sie heute Abend feiern? Ja, ich werde am Silvesterpfad alle Stationen besuchen. Es gibt ein ganz großartiges Programm mit 10 Bühnen und 12 Stunden Programm. Ganz vielfältig, von 50 Jahre Woodstock bis hin zum Donauwalzer. Also von daher wird für jeden Geschmack was dabei sein. Wetter haben wir auch ein gutes bestellt. Es sind alle Rahmenbedingungen sehr gut, dass viele Menschen gemeinsam feiern können.